Herzlich willkommen von der Developer Week 2017. Mein Name ist Tilman Börner. Ich bin Chefredakteur der .NET Pro und neben mir sitzt Ina Einemann. Sie ist bei der Firma Heck angestellt und ist dort agile Beraterin und Scrum Masterin. Scrum hat man schon mal gehört, aber was genau muss ich mir denn darunter vorstellen? Das ist ein Prozessrahmenwerk, in dem man Projekte abwickeln kann, gibt einige Meetings und Artefakte und Rollen vor. Und an dem kann man sich dann langhangeln, damit man Projekte, entweder erfolgreicher macht, aber es ist auf jeden Fall, ich finde immer, es ist ein sehr, sehr guter Problemsensor. Wenn es an einzelnen Sachen scheitert, sind meine Anforderungen gut, bin ich technisch überhaupt in der Lage auszuliefern, stimmt die Kommunikation untereinander, wenn man sich da an diesem Prozessrahmenwerk hält, merkt man sehr schnell, an welcher Ecke scheitert es denn jetzt. Wo, okay. Als wenn jeder so ein, also man hat das Sprints vorgegeben, man muss regelmäßig ausliefern, der Kunde schaut regelmäßig auf das Produkt und man merkt sehr, sehr schnell, okay, irgendwie klappt es an irgendwelchen Stellen nicht und kann dann entsprechend handeln, als wenn das Projektteam ein halbes Jahr vor sich hin muckelt und dann irgendwann der Kunde draufschaut und sagt, ja, nee, das ist. Und dann fällt alles ins Wasser. Genau. Jetzt sind wir hier bei einer Entwicklerkonferenz, deswegen würde man automatisch Scrum in die Ecke Entwickler tun. Ist denn das ausschließlich auf Entwicklerbereich beschränkt, Scrum, oder kann ich das auch noch woanders einsetzen? Das kann man auch im Non-IT-Bereich einsetzen. Also wir haben jetzt auch einzelne Projekte aus anderen Branchen, die das auch bei sich eingeführt haben. Also Voraussetzung ist quasi, ich kann einen Prozess irgendwie agil machen. Genau. Ich kann in Sprints denken, also in immer wieder währenden Zyklen, iterativ. Und dann funktioniert es auch in anderen. Genau. Es muss nicht unbedingt Entwicklung sein. Nun ist natürlich das Hauptthema. Ja, vor allen Dingen hier auf der Developer Week, klar. Nur hast du gesagt, ja, dann gibt der Kunde Feedback und dann kann man steuern und so. Das ist ja so ein bisschen der Idealfall. Ich habe mir sagen lassen, der Kunde gibt eben nicht unbedingt Feedback oder er gibt zu spät Feedback. Was macht ein Scrum Master denn dann? Genau, der ist sozusagen der Hüter des Prozesses. Das ist die Rolle, die wirklich aufpasst, wird Scrum richtig eingesetzt, machen alle richtig mit, sind alle in ihrer Rolle. Also es gibt ansonsten noch den Product Owner, der für das Produkt verantwortlich ist, der wirklich nur darauf schaut, welche Anforderungen habe ich denn von meinen einzelnen Stakeholdern. Und dann halt alle das Entwicklungsteam, das ist einfach nur die Rolle Entwicklung, egal ob er mehr testet, mehr im Designbereich umsetzt. Also das ist einfach nur ein Überbegriff Entwicklung. Man teilt sich dann in diesem Entwicklungsteam auf. Und der Scrum Master achtet halt drauf, werden die Meetings richtig durchgeführt, halten wir uns grundsätzlich an den Prozess. Und er darf dann auch durchaus mal schimpfen, wenn eben der Geschäftsführer, der jetzt zufällig auch der Product Owner ist, nicht drauf guckt aufs Produkt und kein Feedback gibt. Ja, definitiv. Also sollte er auch wirklich, also es ist auch unter anderem, wenn man mit Scrum anfängt, eine seiner Hauptaufgaben, den Product Owner sehr stark zu coachen, weil den perfekten Product Owner zu finden, ist, finde ich, sehr, sehr schwierig, weil der muss Zeit haben, sich mit dem Entwicklungsteam auseinanderzusetzen, muss befugt sein, Entscheidungen zu treffen über das Produkt. Und dann muss er auch noch das entsprechende Wissen mitbringen, diese Entscheidung treffen zu können. Und also dieses befugt Zeit und das Wissen zu haben, das ist echt schwierig in einer Person zu vereinen. Stellen wir in Projekten immer wieder fest. Und da muss er wirklich hinterher, dass da die Anforderungen glatt gezogen sind, klein genug sind, das Entwicklungsteam das alles verstanden hat, dass es auch rechtzeitig fertig ist für den nächsten Sprint, dass alle Anforderungen glatt gezogen sind und da reibungslos entwickelt werden kann. Ein Scrum Master, da würde ich jetzt erwarten, der braucht wahrscheinlich Erfahrung. Und zwar jetzt nicht im Prozess, natürlich, den muss er kennen. Aber ich denke, er braucht vor allen Dingen Erfahrung mit Menschen. Ja, das ist seine Hauptfähigkeit, dass er gut mit Menschen umgehen kann, gut auch auf die zugehen kann. Jetzt nicht, darf nicht konfliktscheu sein. Er muss da auch, wenn die nicht so sich an den Prozess halten, die Entwickler oder der Product Owner, muss er das mit denen auseinander diskutieren. Was auch immer wieder ein Thema ist, braucht ein Scrum Master Entwickler-Know-how? Da gehen die Meinungen sehr stark auseinander, weil wenn er so ein Entwicklungsteam betreut, ist es natürlich schon sinnvoll, dass er auch versteht, was sie diskutieren. Aber wir haben zum Beispiel auch Scrum Master bei der HI, die Wirtschaftspsychologie studiert haben, jetzt vorher nicht viel Erfahrung in Entwicklungsprozessen hatten und super rein, also ein gewisses Interesse ist natürlich schon
muss schon vorhanden sein, dass sie das auch lernen wollen. Aber die können nicht selber coden. Und es ist manchmal auch ganz gut, diese Entfernung zu haben, um ja nicht mit in dieses technische Problemdiskussion mit reinzugehen, sondern wirklich ein bisschen außen zu bleiben, moderieren zu können. Und wie gesagt, gehen die Meinungen etwas auseinander, ob man da jetzt einen Background braucht zum Programmieren oder nicht. Und du hast jetzt erwähnt, da bei so einem Sprint-Meeting, da sind relativ viele Leute, hörte sich so aus. Ich meine, du hast den Scrum Master, den Product Owner, du hast das Entwicklungsteam, das in sich aus mehreren Leuten oder auch Teams bestehen kann, eben Design, Implementierung und so weiter. 3 bis 9. 3 bis 9, das ist eine ganze Menge. Und die unter einen Hut zu bringen, schafft man das? Ja, also größer sollte... schafft man das? Ja, deswegen gibt Scrum wirklich sehr genau vor, dass diese Sprints immer eingehalten werden, dass man jedes Meeting dann wieder zur selben Zeit, zum selben Ort macht, dass jeder sich das auch einplanen kann und nicht sagt, huch, also klar, im Urlaub ist man mal, aber dass man jetzt nicht andere Termine in diese Zeit legt, weil es ist schon wichtig, dass man auch gerade beim Planning zum Beispiel, wenn man den nächsten Sprint plant, alle anwesend sind und verstehen, was im nächsten Sprint auch drin ist. Und ja, ab 9 Mitarbeiter wird es auch keinen Sinn mehr machen, weil dann zu viele Abstimmungen untereinander, also es wäre dann zu detailliert, um wirklich tiefergehend in allen anderen Bereichen drin zu sein. Und deswegen muss man dann das Team irgendwie schneiden, dass man dann 2 oder 3 Scrum-Teams bildet. Ach so, da macht man dann wirklich eigene Scrum-Teams und ja, nicht nur, dass dann der Chef der Abteilung im Scrum-Team ist, das nicht. Also es sollen schon alle dabei sein? Es sollen alle dabei sein. Also okay. Es ist, das Ziel ist ein selbstorganisiertes Team. Also diese Chefrolle, die gibt es dann nicht. Aha. Und also es ist auch nicht, der Scrum Master ist auch nicht Chef. Also der ist wirklich Coach, Moderator, Mentor. Er führt das Team zur Selbstorganisation. Und also meine Idee ist immer so ein bisschen, man sollte dahin kommen, dass man sich selbst überflüssig macht. Also okay. Es liegt jetzt nicht unbedingt in der menschlichen Natur, aber dass man das Team wirklich zur Selbstorganisation führt und dann das nächste Scrum-Team übernimmt oder ja, andere Scrum-Master coacht, das wäre dann so die Folgeaufgabe. Na, dann wünsche ich dir, dass du dich in Zukunft sehr gut überflüssig machen kannst. Danke. Bei mir war Ina Einemann von der HEC GmbH und mein Name ist Timmer Börner und wir sind auf der Developer Week 2017.